Piss jetzt mal aufs Maul hier, Alter. Was? Oh, was ist passiert? Wo bist du denn hin? Vorsicht, hi. Ist jetzt nicht dein Ernst? Nee. Oh, Alter. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, wir haben das schon mal angefangen aufzunehmen. Und da waren wir alle drei drüben. Und genau in dem Moment, wo ich ins Wasser springe, kommt ein Hai und der beißt natürlich nur mich. Wie sind die Haie überhaupt gestrandet, Junge? Wie dumm muss ein Hai sein? Jetzt flammt er die Natur. Ich guck jetzt mal, ob ich irgendwie Geld farmen kann hier. Stein, Stein, noch mehr Steine. Geld. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal durch Zufall herausgefunden. Ja, drei kleine Steine hintereinander. Neues Streak. Neu. Ja, komm, dann lass mal zum Baum laufen. Der Sicherheit täte es vielleicht gut, wenn wir auf dem Schiff einfach übernachten würden, aber... Vielleicht finden wir auch noch Waschbären. Die laufen ja auch rum. Horst antwortet nicht. Ich bin der Horst, ich antworte. Hallo? Okay. Ja, bei mir läufst du noch auf einer Stelle. Bei mir bist du einfach disappeared. Ich schwimme mal schnell zum Boot und gucke, ob ich da schnell speichern kann, bevor ich vielleicht gekickt werde. By the way, ich werde auf jeden Fall Sons of the Forest Let's Playen, beziehungsweise zocken. Und bis dahin ist dann auch hoffentlich mein zweiter PC fertig, sodass mein kleiner Bruder auf meinem zweiten PC spielen kann. Oder laufen gerade welche zum Baum? Äußerst interesting. Entsneak mal. Und lauf zum Baum. Da kommen Gegner her. Das ist egal, wir holen die. Ach, da bist du, hallo. Hi. Sicher? Naja, zünd mal deine Fackel an. Nee. Wir müssen die Überraschungsmomente haben auf unserer Seite. Oh, ein Hase. Ja, der Überraschungsmoment war definitiv auf unserer Seite. Auf jeden Fall. Warte, nimm Abstand. Aber warum ist der eigentlich aggro auf mich? Was soll die Scheiße? Wichser. Warte mal, der verbrennt gerade. Lass mal die Knochen dann nehmen. Wie viele hast du gesehen, die da lang gelaufen sind? Zwei hatte ich gesehen. Ich frage mich, was es mit diesem Baum hier auf sich hat. Ob das wirklich so ein heiliges Ding für die ist? Aber warum gehen sie dann halt nicht zu anderen hin? Es gibt ja auch noch mehrere von solchen Bäumen. Hier hinten kann man auf jeden Fall was in die Luft sprengen. Ja, für ein Bauteil von einer Pistole. Hast du Dynamit? Ja. Das ist krass. Ja, baut selber eine Pistole, Alter. Ich bin so gut. Oh, die brüllen da hinten schon wieder, Alter. Die sollen mal ihr Maul halten. Nur weil wir deren Kultur kaputt machen. Ich mal keinen Grund zu schreien. Kommt von da unten die Schreie. Oh, die sind da wirklich unten. Lol. Hey Roman, da unten sind Gegner. Ah, ich komme hier. Die Schreie sind zwar nicht, sind zwar kein globales Event, aber die verraten trotzdem, aus welcher Richtung Gegner kommen. Du bist ja ein guter Sniper. Halt's Maul. Da bin ich getroffen. Also, war nicht am Kopf.
Alter, die gehen da unten voll ab. Ich gehe runter. Oh, warte, lass lieber zu zweit runtergehen, oder meinst du nicht? Ja, ja. Pass auf, dann gehen wir erst runter und dann call ich mal, was los ist. Brauch sowieso noch meine Pfeile, die ich hier verschossen habe. Oh. Bruh. Imagine, man ist so kacke. Wie machen wir das jetzt? Ja, versuch mal zu rejoinen. Ich mache einen Steinkreis, ohne meinen einen Stein anzufassen. Das ist die spannendste Aufnahme von allen. Ich farme einfach nur Steine. So, wo wart ihr jetzt eigentlich unterwegs? Ich war ja nicht mehr da. Wir sind jetzt am großen Baum. Das Spiel ist unbalanced, was die Helligkeit angeht. Der Tag ist überbeleuchtet und dafür die Nacht noch angenehm dunkel. Oder die Nacht ist pures Schwarz, aber dafür hast du keinen überbeleuchteten Tag. Ja. Sind das Blaubeeren? Ja. Geil. Blaubeeren? Ich suche nach 30 Jahren nach Blaubeeren. Ja, die wachsen hier. Ich habe die eben gegessen. Und ich wollte sie ein. Hast du dich über meine Aussprache lustig? Nee, ich finde das eigentlich ganz gut. Hier ist eine Frau. Warte, was? Frau? Wo? Wo? Frauen. Frau. Frau. Ich hab schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der klopp ich erstmal alle Zähne aus dem Gesicht. Was ist das Schlimme? Haben wir eigentlich Zerstörung an Gebäuden an? Natürlich. Fantastisch. So, dodgst du nochmal einen Schlag von mir, hä? Dodgst du nochmal einen Schlag von mir? Oh, da ist noch einer. Da ist noch irgendwo eine Frau. Halt mal dein Maul. Warte. Ich nehme meinen Stock. Gehen die Federn irgendwann weg, die ich da dran gebaut habe? Ich weiß noch nicht. Kann ich hier ehrlich nicht sagen. Nee, ich glaube nicht. Bin mir aber sehr unsicher. Ich schaue da jetzt nämlich einfach alle Federn dran, die ich habe. Oh ja. Yeah. Schnellste Waffe in-game habe ich jetzt. Hast du einen Stockfedern gepackt oder was? Ja. An meinen verbesserten Stock mit Lappen. Heftig, Bruder. Bei dir läuft, merke ich schon. Bei mir ist der Luxus ausgebrochen, würde ich glatt behaupten wollen. Ja. Guck dir mal an, wie viele Stöcker jetzt hier rauskommen. Hä? Lol. Lächerlich. Einfach super krass, wenn du einfach nur so einen geraden Stock nach oben siehst. Ich brauche mal wieder ein bisschen Medizin. Sehr geil. Kannst du mal aufhören, den wegzutreten? Nö. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Spoiler für die, die das Ende von The Forest nicht kennen, aber mir fällt das gerade auf, ne? Wie dumm ist unser Protagonist eigentlich? Warum? Er sieht doch... Das läuft da gerade jemand. Ey, da ist ein Ureinwohner mit einem brennenden Stock bei uns am Haus. Was soll denn das? Überhaupt. Der muss sterben. Der muss sterben, ja. Bro. Erzähl bitte weiter. Cringe. In seinen Hals getroffen und jetzt rennt er mit meinem Pfeil weg. Damit rechnet er nicht, pass auf. Damit haben wir nicht gerechnet, diese dummen Bullenschweine. Bevor ich die Strafe zahle, fresse ich die Hundescheiße. Junge, haben wir dem die Kombo gegeben. Der will gar nicht mehr leben. Was ich sagen wollte, ja, der hat ja gesehen, was mit Megan ist. Megan wurde ja auch wiederbelebt. Die Tochter von dem roten Mann.
Und der brauchte ja Timmy, um Megan wiederzubeleben. Mit diesem komischen Maschinchen da, was da unten im Labor steht. Ja, ja. Und, Megan ist durch die Maschine mutiert und wurde dann zum Endboss quasi. Da hätte er auch eigentlich wissen müssen, ja, Digga, wenn ich die Maschine verwende, um jemanden wiederzubeleben, ist derjenige infiziert. Und am Ende des Spiels sehen wir ja in der Cutscene, dass Timmy plötzlich anfängt auch zu strugglen mit seinen Armen und so. Und genau die gleiche Scheiße durchzumachen wie Megan. Ja, und dann sieht man ja wieder wieder im Trailer, dass Timmy da die Hauptfigur ist. In welchem Trailer? Na, Sons of the Forest, du sagst. Ach so. Welchen Trailer sonst? Ja, ja. Das wird auch interessant, wenn wir einen Infizierten spielen. Anscheinend Infizierten. Offensichtlich Infizierten. Moin Jungs! Was macht Roman da? Vince. Oh, warte, ich sehe, du hast Probleme. Jungs! Hinter dir! Vorsicht, Vorsicht! Mann mit der Axt, sei doch mal vorsichtig, Mann! Du schwingst hier so bedenkenlos in der Gegend rum. So. Er ist tot. Boah, wenn ich das jetzt gerade so spiele, ich hätte voll Bock, auch mal irgendwo auf einer Insel zu sein. Also Briten, was weiß ich für ein Jahrhundert. Du musst auch treffen, Philips, ja, du musst auch treffen. Und Spanier und Portugiesen und, Junge, was macht der denn? Halt doch mal an! Mann, der klappt direkt den unangezündeten. Natürlich, ich zünde doch nicht an, Alter, da sind meine teuren Federn dran. Alter, er hat einfach das Gewitter beschworen. Durch seinen Schrei, Junge. Er lebt noch. Mobbt ihn! Was ist denn das? Tobi, was soll denn das? Wir haben den gerade so schön gemobbt, Alter. Tobi, gib den her. Oh, warte, da fällt mir was ein. Das könnte überlebenswichtig sein, was ich jetzt mache. Was machst du jetzt? Roman, Wasserspender bauen. Achso, stimmt. Perfekt. Zack. Wir können gleich noch einen bauen. Ja, wir können sogar noch zwei bauen. Haben wir auch einen? Ja, eigentlich genug das Ganze. Da, aber ich nicht. Alter, war der Frosch laut eben. Und warte, ich würde dir noch Aloe Vera geben. Oh, das wäre nett. Guck mal. Das machst du größer. Das geht nicht. Das geht. Das geht. Hier. Jetzt gucke ich einmal nicht hin, sofort sind die ganzen Knochen weg. Sicherheit. Da. Nee. Ja, ich. Was meint er, Jungs? Das fällt groß. Was muss ich? Eine Gesundheitsmischung muss ich bauen, ne? Du musst es einfach nur essen. Achso. Jungs, das Feld ist groß genug, oder? Ja, ja. Gut, ich kümmere mich da mal darum, zwei Bäume zu fällen. Wenn ihr cool seid, könnt ihr mir ja mal dann das Holz abnehmen. Und schon mal ins Beet reinklatschen. Ins Beet reinklatschen? Das mach ich gerne. Ich werde mal Holz woanders reinklatschen. Die Psychiatrie braucht sowas. Aua! Oh, Alter, der hat ja überhaupt gar keine Geräusche gemacht. Na, viel Spaß, ne? Kleine Wichser, Alter. Ja, komm, da muss jeder durch, der mich angegriffen hat. Aua. Jetzt sind es schon zwei, cool. Ja. Yep. Korrekt von euch. Naja. Doppelpenetration. Ist der andere? Da. Ist doch nicht wahr. Junge, ich hab mir extra einen Stock geholt, mit dem ich schnell zuschlagen kann. Jetzt werde ich wieder aufs Maul gepickt, Alter. Okay. Chillig, Digga. Du bist nur schon wieder hin. Ich bin gerade im grauen Bereich, Digga.
Achso, schön. Ich bin da auch gleich. Helf euch mal. Einer von euch rennt bei mir schon wieder auf der Stelle und ich bin tot. Dankeschön. Hinter dir. Kriegst jetzt mal aufs Maul hier, Alter. Was? Oh, was ist passiert? Wo bist du denn hin? Ach, da unten. Ah, du bist schon wieder gestorben, was soll der Scheiß? Was zum Fick war das eben? Ja, Fiete ist schon wieder disconnected. Digga. Alter, hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Ja. Ich hab kurz meine Sheet-Module rausgeholt. Der klaut halt echt einfach meine Baumstimme. Anstatt die zwei Baumstämme hier noch reinzudrücken, macht er da hinten seine scheiß Hängebrücke fertig. Was denn? Seilbahn. Das ist meine Seilbahn. Ach, das ist deine Seilbahn. Außerdem habe ich das Holz aus meinem eigenen Holz geholt. Holz aus meinem eigenen Holz. Ja. Oh Mann, das ist unser Holz. Ich hab keine Knochen. Ich bin dann wieder weg, ja. Kein Bock mehr? Nee, WLAN. Ja, kein Bock mehr, deswegen. Ja, kein Bock mehr, richtig. Fühl dich. Hoffentlich wird's morgen besser. Wenn nicht, dann nicht. Und rein hier. Hau rein. Hier ist schon wieder ein Typ. Kommst du mit dem alleine klar? Ja, ja. Dann fäll ich noch schnell den letzten Baum hier. Ups. Dem Baum habe ich voll eine Schelle gegeben. Er ist tot. Jetzt habe ich einen Baum gefällt. Auf einmal ist das Ding hier schon fertig. Willst du die Seilbahn zuerst austesten? Oh ja, warte. Ich werfe nur die Stämme, die hier oben sind, irgendwie runter. Okay. Kann ich die auch gleich mitnehmen. Wie lange brauchen Baumstämme, bis sie despawnen? Ich glaube, die spawnen nicht mal. Okay. Ich sehe es schon kommen, Alter. Du hast die extra so gebaut, dass ich sterbe. Einmal straight ins Loch rein. Man sollte eigentlich nicht sterben. Ach, man sollte. Ja. Ach so. Naja, denn hört sich safe an für mich. Ja, funktioniert. Oh, Regenbogen. Ich hab ein bisschen die Angst, dass man einfach durch ins Loch reinrutscht. Ins Loch reinrutscht. Eigentlich sollten wir sowas bauen. Und dann locken wir Fito rein. Du bist gemein, bist du, Alter. Kann ich irgendwo mein komplettes Inventar abgeben? Dann würde ich hier was hinbauen, wird runterspringen und kurz vor meinem Aufprall würde ich den zweiten... Also würde ich den finalen Bau, also dieses zweite Ding hier, da unten bestätigen. Und dann müssen wir nur hier oben was reinpacken und können dann einfach runtersliden. Gut, wir kommen dann nicht mehr hoch, aber wir können runtersliden. Ich könnte dich töten, dann läufst du wieder hierher, lässt dein Loot erstmal... Nee, ich glaube, das wäre eine dumme Idee, weil wenn du dann nochmal stirbst, dann despawnt, glaube ich, dein davoriger Loot. Das kann sein. Boah, Mann... Oh, jetzt wird es wieder schön dunkel. Lass mal pennen gehen. Ja, bin dabei. Gut, ich guck da wohl doch nicht in mein Buch. Da ist die Gesunde auch 100%. Da haben sich gerade eben wieder Wahnsinnige angekündigt aus der Richtung des Waldes. Gewicht 205 LBS, Stärke 22,2 und 25. Athletik. Was? Stärke? Ja. Und Athletik? 21,9. 23,8. Oha. Oh, ja, da stehen welche. Also einer. Cool. Den greife ich mit Steinen an.
Ach da. Warte, der hat irgendwas in seiner Hand. Was hat er eben gemacht? Wollte der beten? Das sah aus, als hätte er sich hingehockt und kurz angefangen, die Hände nach oben zu machen, ne? Das gibt's hier nicht. Wie, das gibt's hier nicht? Der hat genau das gemacht. Gibt keinen Gott. Doch, wir sind die Götter. Das stimmt. Da hinten läuft er. Ich hab ihn verloren. Ach da. Vorsicht. Oh. Alter, der hat auch brotglühende Hände. Er ist tot. Sind das schon die blauen? Das sind die blauen, ja. Wer war die jetzt schon hier? Jungs. Die sind auch in den Höhlen, also. Wir sind erst seit 7 Tagen in Game. Ach, der hat einen Totem hier gebaut. Das reißen wir ganz schnell mal wieder ab hier, Alter. Ich würde sagen, es wird eventuell Zeit, dass wir so langsam mal eine Verteidigung aufbauen. Ich als Verteidigungsfachbeauftragter werde mich natürlich der Sache annehmen. Ich habe das ja auch schon in der letzten Staffel grandios geregelt. Richtig. Auch wenn wir da zerstören aus hatten. Dann würde ich sagen, machen wir die Pläne und dann gehe ich auf. Ist schon wieder Zeit? Ja. Ach du Scheiße, Alter, die Zeit verging. Wollte echt ganz schnell. Du machst da den Wald, ich mach da diesen Gang. Okay, alles klar. Bis wie weit wollen wir hier gehen? Ich würde sagen, du machst von einem Flussdings bis zu so einem, bis zu der Klippe. Okay. Dann haben wir, die Typen gehen ja sowieso nicht ins Wasser rein, also so riechen sie auch.